Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Wir haben 26 Grad. Younes, ja genau, mach Tür zu. Guck mal, der kleine Ägypter friert. Die Tür mit dem... Ich bin zu klein. Du bist zu klein. Hier von... Machen wir so zu. Palas. Na? Also. 26 Grad und der Ägypter friert. Stell dir das Ding vor. Gell? Princess. Paris rennt rum. Der ist kalt. Ich mache jetzt den Ventilator an. Mama schwitzt. Ich bin schon im ganzen Stall rumgerannt. Ja, noch ein neues Küken ist geboren. Die anderen zwei muss ich nochmal durchleuchten, ob noch alles gut ist. Weil manchmal sterben die ja auch ab, die Entenküken. Ja, traurige Nachricht. Babuschka lag tot da. Sah aus wie Kaninchenschnupfen. An der Nase hatte sie Krusten. Und die, wie heißt sie? Die Angelina Jolie ist auch weg. Ne? Die war ja gestern schon so weak. Ja, was willst du machen? So ist das. Ja, es ist aber auch so, dass momentan, ne, jetzt ist ja Wechsel der Jahreszeit. Jetzt fängt ja der Herbst an, wenn du so willst. Wir haben ja keinen Frühling und keinen Herbst, aber der ägyptische Sommer ist jetzt so gut wie rum. Jetzt wird es ein bisschen kühler und da sind die Tiere anfällig. Ja, der Hase, der hatte auch Stress, muss man sagen. Ne? Der Umzug, dann die neuen Tiere, eine Futterumstellung, dann so viel Auslauf. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Schade, ich hab irgendwie nicht so viel Ding mit den gescheckten Schwarzen. Ne? Irgendwie habe ich da immer, ich hätte gern nur gescheckte Schwarze und irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Naja, gut. So ist das. Jetzt setze ich mich erstmal hin. Den Schock verdauen. Und du? Mama, bitte mach ihn mir hier zu. Mach ich dir zu, aber da musst du weggehen, weil Mama macht jetzt hier auf. Ich genieße die Kälte. Na gut. Die Kühle, was Kälte. Jetzt habe ich mal die Poten von den Hühnern getrennt. Weiß man's, ob da nicht die Schwarzkopfkrankheit sonst ausbricht. Es ist nämlich gar nicht gut, immer die zusammenzuhalten. Bei einer Pute, okay, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn es jetzt gleich sechs sind mit den Hühnern, ja, da muss man aufpassen. Jetzt gucken wir mal. Ja, schon schön, wie die Puten hier sind mit den Ziegen, ne? Jetzt müssen wir noch die Federn stutzen, dann schlafen die nämlich hier auf dem Bermil oder so, ne? Hoffe ich doch, werden wir sehen, weil die können ja super fliegen jetzt. Und die Hühner glotzen blöd. Vor allem die Babys von der Penny sind jetzt verloren. Was, wo ist die Mutter? Aber die muss jetzt auch ihre Ruhe haben. Genau. Ja, gucken wir mal. Ja, jetzt ist ja, wie gesagt, kommen viele. Ich lasse jetzt die Hühner nur noch drin. Wir haben jetzt hier genug Platz. Ich will da nochmal ausmisten, richtig. Vielleicht ist da noch nicht ganz sauber gewesen. Und die haben sich doch noch angesteckt von der Putenkrankheit. Weiß man's. Ist auch Fehler von mir. Ja, bevor noch mehr sterben, lasse ich die Tür mal zu. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Weil es gibt schon einige Leute, die ich kenne, die haben in 5 Tagen 10 Hühner verloren. Es ist jetzt gerade die Winde kommen. Ne? Wenn die Winde kommen anscheinend, ne, mehr Wind, kommen mehr Krankheiten. Ich weiß es nicht. Ach ja, ich gestikuliere mit den Händen, wie ihr seht. Ja. Und das kleine Entlein habe ich gerade noch gerettet. Die hat sich da, die ist da raus. Und ist da rumgelaufen. Ich so, Hilfe, Alhamdulillah, haben die Katzen sie nicht gesehen. Die wäre weg gewesen. Ja, sag's euch. Younes, jetzt zieh doch die Jacke aus. Ist immer noch kalt. Ja. Echt? Heide, nein. Pass auf, die Paris. Du hast Schnupfen, dann geh raus, du steckst mir die Hühner an. Hä, die Tiere an. Ich komm nicht. Ich hab dir schon dein Frühstück gemacht, Habibi. Geh du rein. Ich möchte jetzt hier in Ruhe sitzen. Langweilig. Die Mausi steht auch gleich auf. Ja, Leute, so sieht's aus. Ja, und bei dem Kaninchen bin ich mir sicher, dass die sich erkältet hat. Da unten ist ja auch ziemlich feucht und die saß da immer. Oder hier, wo Wasser ist, hat sie irgendwie nasse Pfoten bekommen und zack. Das ist die auch nicht gewohnt. Und dann nachts kühler. Die war ja immer in diesem heißen Stall. Könnt ihr wissen, Leute, habt ihr gesehen, wie die Brühe von dem Züchter schon gelaufen ist? Der hatte an seiner Galabea hier alles nass. Also das Zimmer war schon sehr heiß. Und jetzt kommt die hier von Luxor zu mir. Schön frische Luft. Nachts sogar fast kalt für die Tiere. Klar, dass sie einen Schnupfen kriegt. Leicht angeschlagen vom Stress.
Gell? Guck mal, Katzentoilette. Aber die machen auch schon draußen Pipi. Nee, und Kaka. Ja. Na, die Paris ist immer ganz verliebt. Die rennt mir immer nach. Du kleine Maus. Besonders wenn ich hier drin bin, schau, dann fangen die an zu jaulen, weil sie denken, es gibt Futter. Die wollen noch mehr. Siehste, upsala. Guck mal, wenn ich mich hier hinsetze, denken die, jetzt gibt's Futter, weil hier sitze ich immer und beobachte sie beim Essen. Guckt sie zur Schale, ja was, wo ist denn das jetzt, das Futter? Wollt ihr es nicht bringen? Hanoi. Ich hol sie. Nein, die haben schon. Und der Rest ist Trockenfutter, dürfen sie essen. Na, ich kann nicht sehen, so viel Nassfutter da. Das sind 100 Gramm. Die vom Tierheim da, vom Krankenhaus, hat gesagt, ein Esslöffel morgens und ein Esslöffel abends. Das fand ich jetzt sehr wenig. Sie kriegen von mir dreimal am Tag. Ne, zweimal Tüten und eine und ein Trockenfutter um den Tag verteilt. Kühe Mäuseli, sehr fein. Na gut. Das magst du, gell? Hui! Da freuen sich die Kätzchen. Siehst du, Iris? Das hat sich gelohnt. Supi. Gute Schwägerin habe ich auch schon eine Maltitaube abgegeben. Bis nach dem Winter hat sie dann ein paar, also ich gebe so jeden Monat ein Baby ab. Die soll sich dann ihre Zucht selber aufbauen, weil so ein Paar kostet ja auch 300, 400 Pfund. Oder 200 bis 400 Pfund. Einmal so nicht solche Babys, ne? Von diesen Rumi. Die großen Tauben. Und dann, ne, dass sie nicht selber kaufen muss. Das ist ja auch teuer für die Ägypter. So, wenn du so willst, kriegt sie von mir immer ein Baby und darf sich die selbst großziehen. Du musst ja halt gucken, was Männchen, Weibchen ist. Ne, jeden Monat eins und dann nach dem Winter kann sie vermehren. Inshallah. Ne? Müssen wir mal gucken, wo wir die Puten füttern, wegen den Ziegen. Oder wo ich soll ich die Puten nach hinten tun? Ich überlege, zu den Esel. Oder zum Pool. Die gehen ja nicht in den Pool dann. Aber die gehen dann auf den Teppich. Das ist die Frage. So Leute, jetzt kommt eine Triggerwarnung. Alle Kinder weggucken und Leute, die nicht frisch geschlüpfte, gestorbene Küken sehen können. Ich mache das Video einfach aus wissenschaftlichen Zwecken. Manchmal mache ich ja die Eier auf und gucke, warum was los ist. Na, man muss ja auch mal gucken, liegt's an was kann es gelegen haben. Ja, und natürlich mache ich die Eier auch auf und gib's den Katzen. So, jetzt, na, Boris, Olli, warte. Hier waren Zwillinge drin. Und die sind abgestorben, weil es zu klein war. Guck mal, also das nicht. Das ist, sind Zwillinge. Die hängen zusammen. Und klar können Zwillinge nicht sich entwickeln. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es ein Zweidotter-Ei ist. Aber groß sind sie trotzdem geworden. Ja, das hat dann kurz, sagen wir, 5 Tage vor dem Schlupf aufgehört. Na, und hier, komm, hör jetzt auf, hier, das war ein Behinderter. Seht ihr, der Schnabelkreuz, nur ein Auge, das Auge hier nicht entwickelt. Ja, und das war ein normales Warzenentenküken. Ja, sorry, dass ich das jetzt so anfasse, aber ich bin das jetzt gewohnt, ne? Und das hätte auch gar nicht überleben können. Schaut den Schnabel an, seht ihr das? Ne, also, wen's interessiert, das war ein Küken, nur mit einem Auge. Subhanallah. Okay, das war's. Sorry, Leute. Wollte ich halt, wenn es interessiert, auch mal zeigen. Das ist, so ist das Leben. Jetzt haben wir da mischt. Die Puten da oben. Nein, du gehst da nicht auch noch hoch. Heide, na, ich wollte sie zu mir. Jetzt gucke ich, wo sind die anderen. Ja, es sind nur noch 2 Küken. Also 2 Küken hat die Mutter. Die hole ich jetzt hier zusammen her. Aber jetzt muss ich erstmal die Puten retten. Geht da runter. Kommt, komm runter. Insel, Insel, als ob sie mich verstehen. Auf Arabisch rede ich noch, ne? Guck mal, die. Gleich die Flügel schneiden. Kommt. Oh. Wie mache ich denn das? Ah. Nicht zu der anderen gehen. Komm, runter, runter, runter. Sag's euch. Ah, genau. Ah, ich krieg das nicht hin.
Leave me alone, der Puten jagt. Jetzt muss ich mal gucken, ob die das akzeptiert. Die ist natürlich jetzt nicht in ihrem Terrain, aber hier ist besser. Hier, das sind die zwei Geschwister, gleich, ja, vorgestern geschlüpft, heute geschlüpft und die schon vor eine Woche geschlüpft. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, die Puten sind immer noch da oben. Horrible. Gell? Horrible, Penny. Ja, guck mal. Braucht ihr nicht rumrufen. Kommt einfach runter. Ja, ich hol die Schere. Schnipp, schnapp, Federn ab, gell? Du siehst aus wie ein Mann. Guck dir das Ding an. So lange Schniebel. Sagt man da. Ja, die wird sich schon beruhigen, die Ente. Hoffe ich doch. Mit wieder hier ein Massaker veranstalten. Ja, und die fressen das Hasenfutter, die Vögel. Geil, kann ja nichts Schlimmes sein. Das ist ja auch gepresstes Persim. Ne? Ist gesund. Ja. Wir gucken mal, was die Ente macht. Das andere Küken, sie kriegt es gar nicht mit, dass ihre Mama da ist. Na schau, die zwei sind bei der Mama. Futter habe ich schon da und die anderen hier, wie gewohnt. Und ihr, die fressen am Boden, alles gut. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle wieder da, runtergesprungen. Ja, jetzt müssen die nur noch kapieren, dass sie zu den Enten gehen, zu den Hasen gehen und dort ihr Futter bekommen. Nee, das kriegen sie auch noch gebacken. Die wollen halt wieder da rein, ne? Wieso kann ich da nicht rein, zu der Hühner? Penny ist relaxed. Endlich habe ich die Hennen los, die Tiere los. Naja, das langt jetzt. Die sind ja bald 3 Monate alt, die Hühner. Ne, habe ich jetzt zwangsgetrennt. Guck mal, die Kinder sind alle da und gucken die Mama an. Oh, und du guckst die Kinder an. Das ist schon gemein, gell? Aber es ist nur zu eurem Besten. Abnabelung. Jetzt langt's. Genug die Mama gestresst, gell? Was wollt ihr noch? Ich will die Mami, die Hühnerlis. Ja. Ja, gemein ist die. Penny, du hast doch jetzt so lange deine Küken geführt. Du warst so eine gute Mama. Na, jetzt reicht's doch. Jetzt reicht's doch. Ja. Jetzt hast du Freunde. Guck mal, die da. Die Freaks da hinten. Ist das nix? Nein. Ich will keine Freunde. Jonas macht seine Hausaufgaben weiter. Ich hab's schon fertig. Echt? Alles? Riada auch? Und Arabi? Ja. Masha'Allah. Sehr gut. Ja. Ja, ich bin immer noch wegen meiner Babion gestresst. Guck mal, da kommt die Baba Banda. Die lebt noch. Ja. Ich hoffe, dass die anderen nichts haben. Ja, weil so ein Hasenschnupfen ist hoch ansteckend. Ich habe mir auch gut die Hände gewaschen. So. Gucken wir mal. Wenn die auch schon zahm wird, dann weiß ich Bescheid. Ne? Gehen wir mal hin. Ja, die ist nicht zahm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, kann auch sein vom Ventilator, gell? Wenn die da unterm Tisch sitzen und ich mache den Venti an, vielleicht hat die einen Schnupfen gekriegt. Kann ich nicht mal den Ventilator in meinem Gehege anmachen. Ist da unten los? Nix. Gut. Und der Bobby frisst das restliche Küken? Ja, friss ruhig. Ist gesund, das Eigelb und so. Der Hase wollte ihn gerade beißen. Der Hase wollte ihn. Wie das denn? Ich wollte ihn so streicheln, dann der. Ja, lass ihn. Lass sie. Ja, so ist es leid.
So, nochmal ein kleiner Blick. Jetzt ist Mittagszeit, es ist 13 Uhr noch was. Ich komme gerade vom Pool. Die Mutter akzeptiert's. Beide. Ja, die Puten sind hier, die haben es auch akzeptiert. Jonas, der war auch im Pool. Ja, Leute, heute bin ich wirklich relaxed. Ich war um 4 Uhr noch was wach. Schöne 1,5 Stunden Kaffee getrunken. Ja, dann die Tiere gemacht. Spülmaschine, Waschmaschine, ne? Dann war ich müde, habe meinen Schokoladenkuchen gegessen und bin wieder ins Bett. Aufgewacht, Reis und Dings gemacht und Gemüse. Und dann schön frisch in den Pool. Um die Mittagszeit ist immer die super Sonne. Und ja. Warte mal, du lässt den Flügel so hängen. Was ist los? Nee, alles gut. Ja. Könnt ihr mal sehen, wie unterschiedlich die aussehen. Aber es ist auch die Stimmung von denen, dass sie so. Der zum Beispiel, das war der Kaputte, der richtig krank war. Dem sein Auge habe ich ja regelmäßig ausgedrückt. Gell? Weiß jetzt nicht, was hier Männchen, Weibchen sind. Wir werden es erfahren. Ich denke mal. Ich weiß nicht, ich denke gar nichts. Gell? Wir denken nichts. Wobei, wenn dieser Zapfen da im Gesicht blau ist, könnte es ein Mädchen sein. Wenn er rot ist, ein Junge. Das ist definitiv ein Mann. 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 Alle 4 Männer, ein Weibchen wäre das. Mahmut wird's freuen, dann haben wir Fleisch, gell? So ist es. Ah, jetzt gehe ich rein Mittagessen, schön abgekühlt. Ja, es wird kühler, Leute. Ja, als ich im Pool war, haben die Leute schon gegessen. Das ist jetzt meins, das ist das Rindfleisch in der Suppe gemacht, ne? Und dann nochmal in der Dings angebraten, in der Pfanne. Nochmal einen guten Salat dazu mit Limette, Vitamine und der gute Knoblauch, ne? Knoblauch, Buttergemüse. Und hier ist auch Knoblauch drin im Reis, schmeckt super, gell? Mit meinem gerösteten Gewürzen. Ihr wisst, lecker schmeckt er. Bismillah. Malesh Habibi. Waha. Ich gucke immer am Bauch, leben sie noch, die Tiere. Ja, die trinken am Brunnen, die haben jetzt kapiert, hier sind sie. Hier bleiben sie. Jetzt sind hier Kaninchen, Schildkröten und Puten. Ne? Ja. Und du, was machst du? Kleine Paris Mausi und Princess Schatzi. Bambi Libi. Oh. Was machst du hier, Baba Wanga? Geht in unbekannte Gefilde. Da gehen wir nicht rein. Da ist der Rammler. Was machst du da? Dich Revier markieren, Hanoi. Schnell putzen, schön machen für den Rammler. Du bist ja schlaues Mäusle. In einem Monat kannst du noch nicht. Noch nicht jetzt. Du bist eine Frühreife. Was ist das? Stückle Brot, eine Erdnuss. Frühreif. Die will schon zu den Typen. Du, gell? Baba Wanga. Ja, der hat schon eine Baba, eine Wanga. Wo sind sie? Guck hier. Ja, die habe ich rein, dass er nicht so alleine ist, gell? Hm. Die ist ja eh. Oksana ist eh. Ach, ich dachte gerade, der Hase hopft hoch. Du. Wo ist sie? Die Schwangere, Scheinschwangere. Komm, sei ruhig. Bist nicht schwanger. Ja. Also, ich habe schon erzählt, die sind 6 Monate alt. Beide. Dann sind sie aber gut genährt. Keine Ahnung.
Ja, beide sind das erste Mal. Guck mal, die laufen immer hinterher. Ich muss immer aufpassen, wo ich hintrete, weil die, guck mal, mein Fuß und die total. Na, da guckt die aus dem Loch raus. Du beobachtest alles. Ups, Svetlana traut sich was. Guck dieses Ding an. Theo Fipp. Theo Fipp. Das ist der Schlachtruf. Da dreht sie sich und denkt, jetzt wird wieder begattet, gell? Ich spiel den Mann. Drehst dich rum und um. Genau. Tanze mir. Komm, wir tanzen. Im Tango Corrupti. Andere Richtung. Tango Corrupti. Du tanzt nicht richtig. Du musst dich mitdrehen. Vorhin hat's geklappt. Komm. Theo Fipp. Blll. Gib mir deinen Flügel, wir tanzen. Komm, ich hab schon was an der Waffel, gell? Mach ich nur für euch, damit ihr ein bisschen lacht. Normal bin ich nicht so, gell? Kannst alle fragen. Bin ein ganz ernster Typ. Ich krieg kein Wort raus bei anderen Leuten. Bin ganz schüchtern. Ja, so sieht's aus. Kinder sind im Karate. Baba geht wieder mal der reitet mit dem Esel dem Sonnenuntergang entgegen. Keine Ahnung, der kontrolliert wieder seine Felder, ob alles gut ist. Ich kontrolliere hier, ob alles gut ist. Wir haben super Wind, ich brauche gar keinen Ventilator anmachen. Schöner Tag heute. Die drei, die kapieren immer noch nicht, dass sie nicht zu den Hühnern dürfen. Die Hühner haben gefuttert. Alles gut, gell? Die Enten sind auch okay. Die Mutter versorgt sie. Die hat alles im Griff. Ja, alles gut. Und der Babs, der Ziegenbock, der mag mich. Immer wenn ich komme, tut er an meinen Klamotten rummachen. Oder reibt seinen Kopf an meinen Klamotten. Ne? So in der Art, ich hab dich lieb, gib mir was. Ja, mich mag der. Ich darf mich nicht verlieben, der ist schon hübsch, gell? Der Süße mit seiner Frisur. Bäh. Ja, das juckt die Ziegen nicht. Du Penny, ich habe die Flügel immer noch nicht geschnitten. Naja, komm. Der Bambi, die anderen Katzen sind alle draußen. Du bist immer bei der Mama. Du hast die Mama lieb, gell? Ja. Komm mal, diese. Jetzt werden sie aktiv, die Hasen, nachts. Abends werde die Faule fleißig. Ganze Tag schlafen und dann tun sie so, dann hoppeln sie rum. Die ist besonders scheu, Svetlana. Hey, Sveti, beruhig dich. Bei uns ist alles gut. Baba Wanga sagt schon, cool, bleibe, alles gut hier. Wir dürfen hoppeln, machen do, was mir wollet. Gell? Nicht da eingesperrt, das war ja nicht mal ein Quadratmeter, nix. Das war so eine Box, Leute, habt das gesehen? So. So eine Box war das so und da saß er die drin. Zack, konnten sich einmal rumdrehen und fertig. Und wenn sie Babys haben, haben sie noch eine halbe Box dazu bekommen, damit die Babys da drin das Nest haben. Und einmal am Tag sagte er, dass er hätte sie eine Stunde rausgelassen. Aber ob das stimmt, dann hat er ja keine Ahnung, 20 Hasen, dann muss er ja 20 Stunden da bleiben. Oder lässt er die auf einmal raus? Ich wage das zu bezweifeln, das glaube ich nicht so ganz. Ja, vielleicht ab und zu immer jemand anders, weißt du, so hat er es gemeint. Ja, aber die Kaninchen brauchen halt Auslauf. Bei mir hat er gesagt, die Hasen werden nicht, bei dir rennen sie so viel, dann können sie nicht so, da kannst du nicht gut schlachten, dann kriegen die kein Schlachtgewicht. Ja, keine Ahnung. Aber dem hat er auch, die haben ja keine Bewegung und deswegen kriegen die auch nur begrenzt Futter. So und so viel Gramm am Tag kommt der mit dem Messbecher, gell, tschick, tschick. 120 Gramm Pellets für nicht Schwangere, glaub. Für Schwangere 180, für Schwangere, für frischgeborene Mütter 250 oder so. Weil, also damit wegen der Milch und so Geschichten. Ja, das ist alles. Elle ist nicht so schön, gell? Psst. Gobi liegt auch schon im Nest, Sahara. Ist hier wieder reingegangen. Die denkt, ich sehe sie nicht, gell? Die hat sich heimlich da reingeschlichen. Und hat sich da versteckt.
Da schläft sie rum. Ja, dein Loch ist besetzt, ich weiß, da ist die Baba Banda drin. Schau, ein Zungenbrecher, Baba Banda. Okay, Leute, ich genieße weiter die Ruhe. Ich habe heute auch wieder einen sehr ruhigen Tag. Ich stresse mich gerade nicht die Tage. Der Körper braucht Erholung, ich schlafe viel. Hab ja alles gemacht, habe jetzt 1000 Maschinen, die für mich arbeiten. Ne? Sowieso helfen die alle mit. Ja, dann muss ich mich nicht so stressen. Ich komme nur zu den Tieren, koche mal Sach, mache die Maschinen an und leg mich wieder hin und reg mich nicht auf. Ja, zur Zeit sind die Nerven ein bisschen blank, ich sag's wie es ist. Mein Sohn ist sehr, sehr anstrengend. Irgendwie scheint was in der Luft zu sein. Ja, und da brauche ich echt Ruhe. Ihr hört mein Seufzer. Ja, so ist es. Hyperactive, so ist es manchmal. Da haben sie sich nicht im Griff und dann musst du dich im Griff haben als Mama. So ist es. Ja, ich will euch gar nicht voll blabern. Ich genieße weiter hier mein Kleintierzoo. Guck, was die machen. Guck mal. Ja, Paris, so ein großer Has. Was war das? Kennst du keine Katzen, gell? Nur Straßenkatzen, das sind besondere. Baba Wanga, das sind Perser, Shirazi. Entschuldigung, das ist was. Da kommt der andere Shirazi. Ja, jetzt haben wir hier 4 Shirazi rumhopfen und ein halbes Hähnchen. Der Tiki-Wiki ist ein halber Shirazi. Guck mal, Baba. Ah, ich sehe schon wieder weg. Schade, ich gucke die so gern an und die versteckt sich immer. Naja. Na gut. So ist das. Also mir kommt es vor, als ob die Paris gewachsen ist, ein bisschen. Und die Bäuche sind wieder dick. Keine Ahnung. Wir tun Zähne putzen, die tun Gefieder putzen vorm Schlafen gehen. Saubere Fächel sind es. Ja, die haben jetzt langsam verstanden, okay, wir schlafen da draußen. Ja, hier haben sie ja Wasserfutter, alles da. So Leute, das denke ich mal war es im Video. Ein ganz hartnäckiges Vape. Wie kommt da noch rein, egal wie? Ich verspreche es euch, Leute, ich beschütze euch, ich komme nie. Koste es, was es wolle. Macht den Schlachtplan da hinten. Wie komme ich da rein? Reinfliege geht nicht. Mach auf, ihr blöde Hühner, mach die Tür auf. Ich bin's, kennt ihr mich nicht mehr? Und du willst schlichten, Kuh. Die Kuh will Ausreiß nehmen von unserem Schrotthof. Nee, die will zum Baum und da was fressen. Zeug holen. Billy. Naja. Bitte nicht den Fuß breche wie deine Mutter. Also wer es noch nicht gewusst hat, die Bounty hat sich den Fuß gebrochen. Ja. Guck mal. Wir haben es jetzt bald Maghreb. Guck mal. Du machst die ganze Zeit hier hin. Katze Klo ist hier. Und du guckst so. Und so Sherlock Holmes hier unten. Versteckte Ermittlungen. Ha! Ha, ich muss euch noch was erzählen, Leute. Kann sich jemand erinnern, ich habe im Buchclub eine Arusa gezeigt. Die ist, keine Ahnung, so alt wie mein Mann. Die war in seiner Klasse. Und die hat letztes Jahr geheiratet. Da war ich noch im Buchclub aktiv, jetzt ja nimmer. Weil ich so viele Videos machen muss. Also soll, kann, will. Und dann mache ich kaum noch Videos. Mache ich gar nichts mehr im Buchclub. Ich glaube, eine der letzten Videos war auch, diese Braut habe ich gefilmt bei uns im Dorf und habe halt da alles gezeigt, wie sie abgeholt wurde. Na, aber ihr habt die Videos ja gesehen, wie ich die Braut ihr Haus besucht habe. Ne? Und jetzt war die schwanger. Zack, nach einem Monat sofort schwanger geworden. Und heute das Baby. Am 11. September hat dieses Baby geholt, gell? Ich gucke ja nicht nach dem Datum, die Leute, gell?
Komm raus, zack, aufmachen. Die, gestern haben sie gesagt, sie gucken, ob sie es morgen holen können. Ja, der frühestmöglichste Termin. Die hatte auch sehr hohen Bluthochdruck. Ja. Und dann haben sie es geholt. Ist ein Mädele und heißt Ferida. Ja. Mabruk. Wie heißt sie? Adal. Genau. Adal mit 40 das erste Kind gekriegt, mit dem ersten Mann. Der Mann ist aus. Guck mal, da geht der schon wieder. Die gehen jetzt alle da hoch, oder wie? Du, nee. Hanoi. Komm da runter. Penny, du brauchst gar nicht hochklotzen. Du! Jetzt hole ich echt die Schere. Husch! Husch! Jetzt hole ich die Schere, dann wird abgeschnitten. Das ist das Kopftuch. Da vorne sind Leid, gell? Haben wir was zu tun. Schnipp, schnapp, Federn ab. Der Putenfriseur war da. Gell? Da wollt ihr auch ein bisschen Ohren abschneiden. Komm, schneidet mal die Ohren ab. Komm, komm. Nein, wir schneiden nichts ab. Nur Spaß. So. Neue Leute, ihr habt nichts eingenommen. Ich bin so. Also 6-mal Puten schneiden. Habe ich wirklich alle. Immer den rechten Flügel habe ich geschnitten. Der linke geht noch. Rechts, mal gucken, alles gut. Die zeigen aber nur die linke Seite. Schämt ihr euch? Was willst denn du jetzt boxen? Gleich die Locke abgeschnitten, komm. Geht nicht weg. Schere schneidet nichts. Neue Schere aus Ägypten. Und du? Willst auch? Schneide mal ein bisschen rum. Nicht? Nein, guck, die Schere. Ja, der Prinz Eisenherz geht immer auf die Beyoncé. Und der Axl Rose will das nicht. Ja, da ist Prinz Eisenherz und da ist die Helle ist die Beyoncé. Und vor lauter Protest tut er ihn wegscheuchen und dann tut er vor seinen Augen sie treten. So in der Art, da hast du, das ist meine. Ah, das sind Leute. Gut, jetzt gucken wir mal, ob die nochmal auf die Mauer springen. Bobby! Wo ist der Hihi? Keine Ahnung.
So, meine Lieben, jetzt gehe ich auch wieder rein. Genug gefaulenzt. Wie gesagt, abends werden die Faulen fleißig. Jetzt muss ich noch was machen im Haus. Ein bisschen was. Und dann halas. Das war's im Video, mal was Ruhiges. Bisschen Tiere. Morgen gucken wir mal, was wir morgen filmen. Bis die Tage, Masselema. Bye, bye.